Willkommen zurück zu Let's Play Alarm in der Geisterbahn. Wir sind mittlerweile im Part Nummer 10 und im letzten Part ist einiges passiert. Wir haben einen Baumann kennengelernt, den Technikingenieur, wir haben einige E-Mails bekommen und wir sind mit der Geisterbahn gefahren und haben jetzt Sascha getroffen, mit dem wir jetzt reden wollen. Was ist nun mit Blutbads Erben? Das ist die Frage, die uns eigentlich seit Anfang des Spiels interessiert. Krieg dich ein, Alter. Und jetzt kommt's. Halt dich fest. Hier. Oliver hat mir eine Kopie gemacht. Gegen ein bisschen Kohle leih sie dir. Also, wie steht's? Ja, nein, weiß nicht. Ich bin einfach platt. Was? Du rennst doch seit Tagen durch den Park und willst diese scheiß Kopie haben und jetzt sagst du nichts? Arbeiten diese Hackerfreunde von Oliver auch hier? Wow, 5 Fragen. Warum hast du dich so spät bei mir gemeldet? Mann, find erst mal einen freien Computer. Ist immer knackevoll im Jugendclub und meine Kumpels konnten nicht. Ach so, du hast keinen eigenen PC. Ja, das ist natürlich nicht so doof, nicht so gut. Heutzutage hat ja jeder einen eigenen PC. Damals eigentlich auch schon, zumindest die Eltern hatten auch eigentlich einen PC damals. Also das Spiel ist doch jetzt 11 Jahre alt, 2004. Also, meine Eltern hatten auf jeden Fall auch schon in den 90ern einen PC. Schon relativ früh, glaube ich. Wer ist dieser Oliver? Pass auf, Alter. Die Sache hier bleibt unter uns. Nicht, dass du mir Oliver von der Seite anquatscht. Der hat jetzt sowieso Feierabend. Musste die ganze Zeit als Eissnappy herumlatschen. Der ist total auf Draht. Kennt richtige Hacker und Freaks, die einmal mit dem Finger schnipsen und mir nichts, dir nichts haben des Spielcodes geknackt. Die sind noch viel krasser drauf als du. Ziehen sich Downloads aus dem Netz, bis die Schwarte kracht. Willst du nun das Spiel? Ich überleg's mir noch. Unser Eissnappy heißt also Oliver und hat so seine Kontakte. Ja, also der hat ja einiges auf dem Kerbholz, will den Gänsemann umbringen. Und ist auch aktiv in der Szene, in der auch Sascha so ein bisschen drin steckt. Aber jetzt ist ja auch der Zusammenhang klar, das heißt, die diese Hacker und Cracker sind scheinbar diejenigen Studenten, die hier in den Snappy-Kostümen stecken. Zumindest Oliver, der ja im Eis-Snappy-Kostüm steckt, aber wohl auch der Bang-Bang-Snappy. Und ja, nach denen sollte der Detektiv natürlich suchen. Und deswegen wollen sie den Gänsemann und den Detektiv loswerden. Würdest du Oliver was richtig Schlimmes zutrauen? Was neu. Warum hast du dich so spät? Würdest du... Erstens, ich würde meine Kumpels niemals verpfeifen. Zweitens, Oliver ist voll okay. Der hat Abi und ordentlich was in der Birne. Der wäre ja blöd, sich mit den Bullen anzulegen. Drittens... Schon gut, ich hab kapiert. Ja. Er hat nicht so viel in der Birne, denn... Oliver findet das bestimmt nicht so gut, wenn man seinen Namen herausposaunt und auch noch seinen Job. Würdest du Oliver was richtig Schlimmes? Arbeiten diese Hackerfreunde von Oliver auch hier? Vermute mal ja. Einer zumindest. Oliver nennt ihn bloß Genie Hackman. Keine Ahnung, was der hier so macht. Aber das muss uns ja auch nicht weiter interessieren. Dass diese Hacker sich immer so komische Spitznamen geben müssen. Und anderen, wenn ich an Ganta den Gänsemann denke. Ja. Wir haben noch mehr Fragen an Sascha. Zwei sind noch übrig. Aber hat Oliver mal einen Mann namens Ganta erwähnt? Nö. Wer soll das sein? Och, der hatte auch was mit Hackern zu tun. Mehr oder weniger. Ja, eher weniger. Beziehungsweise er sollte die Hacker ja finden. Also hat er doch was mit denen zu tun. Aber hat Oliver mal... Woher kennst du Oliver? Hat mal im Jugendclub Rechner installiert. Die haben ja nie Geld für geile Software. Da hat er 2-3 Spiele springen lassen. Hat echt eine soziale Ader, der Junge. Die Leiter haben's nicht gepeilt, oder? Wette, die spielen selber heimlich. Fragen verdächtig oft nach Oliver. Na, ich halte die Connection. Und manchmal fällt was für mich ab. Tja, das einen freut, ist das anderen leid. Ja, das Leid von dem Kollegen hier. Herrn Lemmingson. Ja, wir waren mit den anderen noch gar nicht bei der Drachenhülle. Das machen wir jetzt nochmal. Du bist doch der Mann, den Karl sucht.
Karl? Ich kenne keinen Karl. Ach so, verstehe. Dunkle Geschäfte. Arbeitest du hier beruflich? Sag mal, sehe ich so aus? Nee, hab die Schule geschmissen, Lehre verbockt. Aber tolle Kumpels, Mann. Nicht so eine Dumpfbacken wie die Heinis vom Sozialamt. Ich kenne einen, der lässt mich hier umsonst rein. Und ich habe mich schon gefragt, woher du das Geld hast, um hier jeden Tag Achterbahn zu fahren. Ja, das ist wahrscheinlich Oliver, der ihn hier umsonst rein lässt. Arbeitest du hier? Willst du Geisterbahn fahren? Nö, warte nur auf den Kumpel. Vielleicht gehen wir ein Bier zischen. Oder nee, besser nicht. Bin ja im Training. Fahr nämlich täglich Achterbahn. Du musst echt einen Magen aus Stahl haben. Du bist echt gestört. Naja, dieser Freund ist wahrscheinlich Oliver, weil der ja bald Arbeitsschluss hat, wie wir gehört haben. Karl stimmt nicht, denn der würde natürlich niemals ein Bier zischen. Hallo. Standhaft, deine Tolle. Ja, nicht? Ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. Naja. Was ist, wenn ich theoretisch etwas von dir haben wollte? Von mir kannst du alles haben, was du willst. Kostenlos. Das war nicht gerade das, was ich meinte. Was? Also, auf diese Geisterbahn klicke ich jetzt mal lieber nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock, da wieder eine Minute durchzufahren. Einmal haben wir das ja schon gemacht. Also die Anspielung gerade, weiß ich jetzt nicht, ob das für Kinder geeignet ist. Was ist, wenn ich Theo... Weißt du, dass mein Vater bei der Polizei ist? Wir haben uns gerade kennengelernt. Weißt du das eigentlich? Cool. Du kennst deinen Vater wenigstens. Wohnst sicher brav bei Mami und Papi mit eigenem Zimmer und so. Nicht in einer kaputten Spinner-WG mit zwei riesen Kötern und einem Außenklo. Klingt ja scheußlich. Was? Wo wohnt der? Also... Ja, das wünsche ich keinem. Wobei, gut, in der kaputten Spinner-WG wohnen halt doch einige Leute. Also, in Studentenkreisen und so weiter kann man das, glaube ich, auf einige WGs anwenden, diese Beschreibung. Nur zwei riesige Köter sind da meistens wahrscheinlich nicht dabei. So, wir gehen nochmal mit Tim dahin, weil mit Tim haben wir ja bisher nur den Eis-Snappy hier vor. Nein, der... Du bist doch der Typ, der so oft Achterbahn fährt. Geisterbahn. Stimmt, getroffen. Mann. Das finde ich voll krass. Willst du hier einen Rekord aufstellen? Den Weltrekord. Allerdings muss ich mich offiziell anmelden und so eine bekloppte Ausnahmegenehmigung beantragen. Ich will Tag und Nacht fahren. Das wird schwierig, wenn der Park täglich um 18 Uhr schließt. Ja, richtig. Ich war richtig lange nicht mehr im Freizeitpark, fällt mir überhaupt mal auf. Richtig lange nicht mehr. Wann war ich denn das letzte Mal im Freizeitpark? Das ist, glaube ich, irgendwie 7 Jahre her ungefähr. Oder noch länger? Das muss man überlegen. Ich glaube, es ist 6 Jahre her ungefähr. Da war ich nämlich tatsächlich im Heidepark. Ich glaube, es ist 6 Jahre her. Wie auch immer, ist ja eigentlich völlig nebensächlich. Willst du hier einen Rekord aufstellen? Fährst du auch bei schlechtem Wetter? Muss ich ja. Der Freund von einem Kumpel in Amiland kennt einen, der dauernd seinen eigenen Rekord schlägt. Der musste aber jetzt nach 6,5 Tagen wegen einem Gewitter abbrechen. Hätte auch wenig Bock, mich vom Blitz grillen zu lassen. Mir würde schon Dauerregen die Freude vermiesen. Ja, Tim, du bist auch ein Lappen. Ja, was machen wir jetzt? Ach genau, ich wollte ja nochmal zur Eiswelt. Jetzt, wo wir den Weg gefunden haben, geht's, glaube ich, auch ganz kalt. Schon kalt. Das scheint die Besucher abzuschrecken. Hallo? Der kürzeste Weg zur Stalltür. Bam. Hallo? Im Namen des Gesetzes, aufmachen! Nichts. Das war nicht gerade meine klügste Idee. Richtig. Das war richtig dumm. Wir gucken noch mal mit den anderen. Vielleicht kann irgendwer noch was da herausfinden.
Komm, ich laber nicht allzu lange. Oh, ich tippe mal auf 10 Grad minus. Tippe ich nämlich mal eiskalt nicht. Eiskalt. Hier, das Tee droppt doch alles. Sind doch kein 10 Grad minus. Muss doch die Stahltür sein. Du bist doch so klug, Karl. Was ist denn das für ein Geräusch? Klingt wie eine Motorsäge. Himmel! Ja, damit werden doch wahrscheinlich die Figuren geschnitzt oder sowas. Mal gucken, ob wir vielleicht mit Klößchen und Gabi noch ein bisschen mehr rausfinden können. Ah, hier bin ich noch nie gewesen. Kleine Kinder finden das bestimmt toll. Kein Wunder. Hier bewegt sich nichts schwindelerregend. Also ich verstehe das gar nicht. Also Karl war noch nie in diesem Raumschiff, Klößchen war noch nie in der Eiswelt, Karl ist bisher noch nicht die Geisterbahn gefahren. Die sind doch seit Tagen hier, denke ich. Ganz schön versteckt. Die werden doch dem Gänsemann hinter dieser Tür nichts zuleide tun. Was sollte denn hier wie ein Unfall aussehen? Ja, dass der Gänsemann aus Versehen eingefroren wird und dann mit der Motorsäge zerhäckselt. Realistisches Szenario, also. Oskar hätte sicher im Nu zur Stahltür gefunden. Ja, wo ist der eigentlich? Woran erinnert mich nur dieses Geräusch? Motorsäge. Irgendwie bringe ich es mit Gartenarbeit in Verbindung. Ja, Heckendings da. Hatten wir das nicht schon mal irgendwann? Ja. Jetzt. Ich meine, also ich, daran kann ich mich noch erinnern, ich habe das ja auch schon mal gespielt vor längerer Zeit. Ich glaube, wir müssen jetzt Folgendes machen. Das Stethoskop. Das ist eines meiner Stethoskope. Mit dem gehe ich immer auf Horchposten. Ja, mit dem geht er immer auf Horchposten. Ich dachte, wir müssen das jetzt hier einsammeln, weil wir damit durch die Tür hören können. Geht aber nicht. Wir können auch nicht das Fernglas zurückgeben. Was hältst du von diesen Hüten? Warum fahren bloß so viele Leute? Okay, das ist, scheiße, wir können jetzt hier nicht weg, ne? Was magst du noch, außer... Gazpacho. Ist dir das ein Begriff? Ach, diese kalte Suppe mit Tomaten und Paprika? Die schmeckt doch wie eingeschlafene Füße. Hebe, der Wasserhahn tropft. So. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen vielleicht nochmal hier zu Herrn Lemmingson. Da waren wir ja seit der ersten Anfangsrunde quasi nicht mehr. Oder seit der ersten Runde, die ich hier gemacht habe. Meinen Sie, Sie werden abgehört? Kann man Raubkopierern das Handwerk legen? Die Scheiße ist, jetzt habe ich. Ich bin natürlich in einer neuen Aufnahme und jetzt kann ich die Klicker nicht mehr wegklicken. Das ist schwierig. Das Internet erleichtert den illegalen Handel mit Raubkopien enorm. Und das weltweit. Die Ermittlungen sind langwierig. Doch wenn Staatsanwaltschaft und Kripo Durchsuchungen vornehmen, stoßen sie auf völlig skrupellose Internetpiraten und ganze Lager voller Raubkopien. Kein Wunder, dass die Industrie Kopf steht. Ja, also Herr Lemmingson ist noch senkrecht in der richtigen Richtung. Wann kommt denn Grabgemetzel 3? Ist Nicolas Ganter ein guter Detektiv? Sein Erscheinungsbild lässt bisweilen zu wünschen übrig, aber seine Erfolge sprechen für sich. Er ist bekannt für seine Hartnäckigkeit. Genau das dürfte jemandem ein Dorn im Auge sein. Okay, also offensichtlich sind da keine neuen Fragen. Ich werde mir den anderen das jetzt nicht nochmal checken. Leider können wir die ja nicht wegklicken. Ja, vielleicht gehen wir nochmal zum Riesenrad. Hallo? Oh Mann. Jetzt ist Space Nappy genauso stur wie die anderen beiden Figuren. Haben wir schon gehört. Hier geht es also zur Direktion. Vor lauter Attraktionen haben wir der nie Beachtung geschenkt. Was? Ihr habt doch anscheinend noch niemandem hier Beachtung geschenkt. Also es ist aber schon cool, dass man hier auf jeden Fall zu so vielen verschiedenen Orten hingehen kann. Wildwasserbahn vielleicht nochmal. Wo ist Bang Bang? Ja, die Snappies haben wir lange nicht gesehen. Sie mal zu erschießen? Aus Versehen natürlich. Ja, hier gibt's locker nichts Neues, also. Ja, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wo ich aber nochmal hin wollte, ist das Raumschiff.
falls du die Toiletten suchst. Bin ich hier falsch? Schon gemerkt. Aber ich kann wenigstens aufs Klo gehen und muss mir den Gang nicht wegen eines Kostüms verkneifen. Du sprichst ein weises Wort gelassen aus. Es ist eine Qual. Naja, andererseits, wer will schon unterwegs Ice Snappy in die Blumenrabatte pinkeln sehen? Ja, das ist Oliver, der jetzt mit seinem Job zu Ende ist, also der quasi seine Schicht beendet hat und hier jetzt noch im Ice Snappy-Kostüm chillt, nur ohne Kopf. Ja, komisch, dass er Tim gar nicht wegschickt. Wie auch immer, wir können jetzt gar nicht mit ihm reden. Das machen wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich ciao.